jährliches Benefizrennen zugunsten der Möwe auf dem Semmering. Noch immer findet sich mutige Prominenz, die sich den Zauberberg hinunterstürzt. Ein aerodynamischer Ex-Radler, ein müder Baumeister, ein flotter Autofreak und ein dschungelerprobter Schlagerstar. Es ist ein ganz enger Kurs heute. Kommen Sie mit dem zurecht? Naja, nachdem ich der jüngste Teilnehmer bin, ist es ein Kinderspiel für mich. Wenn ich so das Gefühl habe, es ist mir doch zu steil, dann lasse ich es. Man muss keine Zeit vorlegen, Sie müssen nicht der Schnellste sein. Nein, das ist ja nur für einen guten Zweck. Ich bin ja nicht so ehrgeizig. Mit dem Carving-Ski kann jeder fahren. Ja, es ist... War das jetzt eine Anspielung? Da muss ich deine Beine schonen. Ganz ehrlich, so brennende Fußballen hatte ich schon lange nicht mehr. Nach der ersten Woche Danktraining, da brennen dir die Ballen. Da weißt du, warum es heißt, heiße Sohle aufs Parkett legen. Oben geht die Piste, also oben ist schön zum Fahren, nur unten ist so ein batziger Schnee und dann auch so ein Riesenhaufen gewesen und da hat es mir eben rausgekommen. Da muss man schon ein bisschen Mut haben, dass man die Ski laufen lässt. Den Mut, die Strecke zu bewältigen, hatte Costa Cordalis dann doch nicht. Mit Start Nummer 2 blieb er gleich im Ziel. Feig, oder? Das ist feig, das ist direkt feig, genau. Buh, wer ist denn das überhaupt? Costa Cordalis. Aha, ja, das ist der Mann mit dem jungen Gesicht, der etwas älter aber wirkt, ne? Er ist ein bisschen vorsichtig. Wir waren heute zum ersten Mal dieses Jahr auf den Skien. Deswegen haben wir gesagt, er ist lieber gleich zum Après-Ski. Also Sie ein bisschen mutiger. Ja, ein bisschen. Sie sind jetzt doch nicht gestartet. Warum? 28, 29. Wegen der Tore. Ich bin noch nie Tore gefahren. Ich habe schon Ehrfurcht bekommen. Also immer alles Schuss. Ja, genau.